Hallo Freunde des Lichts. Erstmal vorneweg, ihr wisst ja, abonnieren, Glocke drücken, liken, damit ich motiviert werde oder motiviert bin, noch weitere solche Videos zu machen. Sonst habe ich vielleicht irgendwann keine Lust mehr dazu. Aber ich will euch da mal was zeigen. War vorhin kurz am Ableger und bin erschrocken. Da hat einer meiner Abonnenten, ich glaube gestern war es, noch geschrieben, bei mir fliegen die Bienen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Puh, bei mir fliegen die Bienen, als gäbe es überhaupt nichts mehr. Auch kein Übermorgen. Und die hier, schaut euch das an. Pollen über Pollen. Was soll ich da noch? Ach, jetzt kommen gerade wieder Sammlerinnen rein, wie verrückt. Ist das nicht unglaubwürdig? Also, puh. Aber jetzt gehe ich mal an den Akazienstand und schaue mich dort mal ein bisschen um. Bis gleich. Das glaubt mir keiner. Und so geht's gerade weiter. Was will ich da noch sagen? Jetzt mache ich erst noch schnell die eine Bedampfung von dem Volk Nummer 1, was ich euch im letzten Video gesagt habe. Die hatten am zweiten Tag, also gestern, noch 11 Milben nach der Behandlung auf der Windel. Das ist mir zu viel. Andere würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist nicht mehr notwendig, weil der Rest fällt auch noch und da passiert nichts mehr. Ich mach's halt. Aber da nehme ich euch jetzt nicht mit. Habt ihr schon so oft gesehen, müsst ihr einfach so annehmen. Und dann zähle ich mal schnell noch die Milben durch. Jetzt ist der dritte Tag nach der Behandlung. Für alle zähle ich mal schnell die Milben durch und sage euch nachher auch gleich das Ergebnis. So, jetzt habe ich die Volkszählung der Varroen auf den Windeln durchgeführt. Super geiles Ergebnis, genauso wie ich es erwartet habe. Okay, der hatte noch 5 auf der Windel, aber wie gesagt, der kriegt jetzt noch seine Oxalsäurebehandlung. Bei dem hier war es einer und bei dem hier waren es noch 3 auf der Windel. Alle anderen Völker haben 0 Varroen. Und wenn das kein gutes Ergebnis ist, dann weiß ich aber auch nicht. So kann man in den Winter gehen. So passt es. Ich werde das natürlich, also für alle Kritiker, ich werde es natürlich weiter im Auge behalten. Was hat jemand gemeint, er hätte auch in einer Imkerei gearbeitet, wo sie verdampfen. Ich weiß natürlich nicht, mit welchem Gerät und wie sie verdampft haben. Da gibt es auch große Unterschiede, selbstverständlich. Und da wären bei der Verdampfung wären nur genauso viele Milben gefallen, wie auch der tägliche Totenfall war an Milben oder der tägliche Fall von Milben war. Und dann haben sie vorsichtshalber einmal Oxalsäure geträufelt und es waren wohl hunderte Milben auf der Windel. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, was sie gemacht haben, keine Ahnung. Aber ich beobachte ja schon seit längerer Zeit jetzt alle Völker täglich mit dem Milbenfall und kann das schon beurteilen. Das heißt also, wenn trotz Oxalsäureverdampfung der Milbenfall trotzdem da sein sollte, und 0 ist kein Milbenfall, ist halt so. Wenn der Milbenfall trotzdem da sein sollte, klar, müsste man halt hinterfragen.
was stimmt da nicht, passt da was nicht. Aber naja, wenn es erforderlich wäre, irgendeine Maßnahme zu ergreifen, weil wie gesagt, ich beobachte es natürlich weiter, dann könnt ihr sicher sein, nehme ich euch mit. Dann zeige ich es euch und sage ich es euch auch. Ihr wisst, ich halte nichts hinter vorgehaltener Hand. Hier kommen die Karten auf den Tisch. So ist es hier im Kanal. Es ist kein Lehrkanal, es ist ein Begleitkanal. Wenn euch das Video gefallen hat, wird es mir natürlich auch Freude bereiten. Ihr wisst ja, abonnieren, Glocke drücken, Like, damit ich motiviert bin, noch mehr solche Videos zu machen. Dann sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Bienenvideo.